Pilny war als einer der drei Stürmer des neuen Superblocks vorgesehen, zusammen mit Fedorov und mit Bure. Fedorov und Bure heute dabei, aber Mogilny nicht mehr in der Sowjetunion und deshalb ist der neue Wundersturm schon wieder außer Rang und Taktanten gefallen, ehe er überhaupt entstehen konnte, denn Bure ist erst 19-jährig und er hat noch nie an einer Weltmeisterschaft gespielt, war aber designiert dann, um hier die beiden anderen zu ergänzen. Und jetzt, wo Bure reif ist, da ist Mogilny nicht mehr hier. Eine sehr schwierige Aufgabe natürlich für Torhüter Matthias Maurer am heutigen Nachmittag. Auch er natürlich ein junger Mann und er steht eigentlich vor einer praktisch unlösbaren Aufgabe. Es geht einfach darum, möglichst gute Figur zu machen. Matthias Maurer, 19 Jahre alt, wird hier also Erfahrungen zu sammeln haben. Die Mannschaft von ZSK Moskau in zyrillischen Lettern angeschrieben. Und ein Offside rettet den Schweizer Meister vor einer ersten ganz heiklen Situation. Im Offside erwischt worden ist Wladimir Konstantinov, er zweimal Weltmeister schon. Und mit der Nummer 6 dann der Alexei Kasatonov, der schon 7 Goldmedaillen gewonnen hat, 5 Weltmeisterschaften und auch 2 Olympische Spiele als Sieger verließ, 1984 und 88. Kasatonov hier wieder an der Scheibe. Bickhoff. Und das erste Tor fällt nach nur 42 Sekunden. Wir sehen den Treffer von Vyacheslav Bykov gleich nochmals. Wir haben ja auch heute wieder sehr viele verschiedene Möglichkeiten. In der weiteren Ecke erwischt Matthias Maurer, natürlich kein guter Start für unseren jungen Goalie. Bei den Sowjets ist es natürlich so, vor allem bei den Nationalspielen, wie Bykov einer ist, dass die immer das Tor treffen, da kann man nicht hoffen, dass sein Schuss dann mal nur daneben geht. Moutilier konnte sich hier eine Scheibe holen. Und dann kann Alan Howard losziehen. Pavel Bure, der neue Wundermann, der jüngste, das größte Talent des sowjetischen Hockeys, hatte hier eine erste Chance. Er trägt die Rückennummer 12. Valery Kamensky, auch er vielfacher Weltmeister schon. Dreifacher, um genau zu sein. Und ein Offside. Fast kann man sagen, zum Glück ging der Schuss daneben. Sonst wäre der Frust ein bisschen größer geworden. Pietro Kunti gestern sehr gut gegen Turku, wurde zum besten Spieler seiner Mannschaft erkoren. Hier noch einmal diese heikle Situation. Der Böck noch nicht drin. Kunti allerdings auch nicht. Die Linie, der dicke Strich, also die Linie selbst, die gehört ja immer noch zu dem Feld, woher Böck und Spieler herkommen. Erste gute Abwehr von Matthias Maurer. Berger, also die Jungen werden bei Bern eingesetzt. Thomas Maurer, der Bruder des Goalies. Auch Thomas Burillo,
Ein Mann, der selten zum Einsatz kommt in der Meisterschaft, darf hier einmal mittun. Drei Spieler in drei Tagen zehren natürlich an den Kräften und die Meisterschaft geht ja nächsten Dienstag dann weiter und so will man die Kräfte ausgeglichen verteilen aufs ganze Kader bei den Bernern. Das ist durchaus verständlich und richtig so. Pässe kommen natürlich wie am Schnürchen und die Geschwindigkeit, das Tempo, das die Sowjets vorzulegen imstande sind, ist schon enorm. Davidov und vor dem Tor verpasst, ganz knapp. Wer war das? Kostikin. Noch einmal Kostikin. Berci. Komutov. Gusarov. Lauter Nationalspieler, man merkt, Postenschuss von Bikov. Also immer trifft auch er nicht, zum Glück. Und der Anfangsschreck des 1:0 ist weggesteckt bei den Bernern. 1:0 steht es jetzt immerhin auch schon nach 4,5 Minuten. Malachow, Maurer kann abwehren. Bob Martin, gestern fehlte er, heute wieder dabei. Ein Kämpfer, den die Berner heute sicher gut gebrauchen können. Der Superblock ist also auseinandergefallen. Vier der fünf Spielen in der National Hockey League geblieben ist Kasatanov und der zweite Block ebenfalls seit Jahren. Der ist zwar hier noch vorhanden im Bild, Boris Michailov, einer der vielen außergewöhnlich guten Torschützen, Weltmeister, Eishockeyspieler der sowjetischen Nationalmannschaft. Boris Michailov jetzt Assistent, Coach von Tichonov, Manager. Und es geht sogar das Gerücht, dass er dereinst beim Verein die Nachfolge von Tichonov übernehmen soll. Vielleicht sogar recht bald und dass sich dann Tichonov immerhin unterdessen 59-jährig ganz auf die Nationalmannschaft konzentrieren würde. Also der zweite Block der Sowjets seit Jahren, Bykov, Kamensky, Komutov, der spielt heute. Das heißt, die drei Spieler sind dabei, aber sie spielen bei ZSK Moskau im Gegensatz zum Nationalteam nicht in der gleichen Linie. Gute Abwehr von Maurer. Das war natürlich ein harter Fehlpass, aber Bure kann sich noch nicht durchsetzen. Bures Pass auf Fedorov, seinen Sturmpartner. Schastin und dann Dribbelversuch von Kovalenko. Maurer kann sich steigern. Das Tor, das er kassiert hat auf den ersten Schuss hin, hat ihn also nicht sonderlich beunruhigt. Matthias Maurer, 19-jährig, ein eigener Junior.
Und hier die beiden Teamverantwortlichen, Tifanov und Michailov, ins Bild gesetzt von František Feudl mit einer seiner vielen Kameras. Denn wir üben ja hier wieder ein bisschen den Ernstfall WM-kameramäßig, obwohl es dann an der Eishockey-WM noch 5 Kameras mehr haben soll. Bei den Spielerbänken und auf den beiden Strafbänken wird dann je noch eine zusätzliche eingesetzt. So ist es auf alle Fälle geplant. Darf man sich keine Fehler erlauben, wie hier eben Rauch, sonst ist der Böck weg. Berci, dann Nussblicker, insistieren Sven Leuenberger. Leuenberger, gute Körpertäuschungen, respektlos, schreibt er hier sogar zu einzelnen Dribblings. Dann herrlich angespielt als vorderster Mann Evgeny Davidov, aber Beutler hat aufgepasst. Kostichin, wieder Maurer. Zuschauer bereits. Der junge 19-jährige Goalie hat sich also die Sympathien des Publikums nach 8 Minuten und 45 Sekunden bereits gesichert. ZSKA Moskau 1, Bern 0, Tor von Bykov in der allerersten Spielminute. Bill Gilligan war zufrieden mit der Leistung gegen Turku gestern, zufriedener, obwohl es eine Niederlage absetzte, als beim 3-2-Sieg gegen das bescheidene Team von Panda Rotterdam vorgestern. Punktemäßig wurde das Erwartete erreicht, eben ein Sieg und damit der dritte Turnierplatz. Ist da nicht anzunehmen, dass Turku verlieren wird gegen Rotterdam. Montandon gegen Kravchuk. Bykov. Kravchuk. ZSKA Moskau hat nicht nur viele Spieler ins Ausland abgehen lassen müssen, wohl oder übel, eine Folge der Perestroika-Politik, sondern hat auch noch 4 Spieler landesintern verloren. Torhüter Peloschejkin, der sowieso noch mit allerhand anderen Problemen, sprich Alkohol, zu kämpfen hatte, wurde an Leningrad abgegeben. Und 3 weitere Spieler, allerdings keine Nationalspieler, gingen zurück in die Provinz. Die Armeemannschaft von ZSKA Moskau ist ja so etwas wie die Auswahl der Besten. Wenn einer gut ist, dann wird er eben nach Moskau beordert ins Armeeteam. Rauch. Bure. Noch recht erfolglos bisher. Bützberger. Auch einer der ganz jungen Berner, 20-jährig. Coach Bill Gilligan hat sich also nicht gescheut, auch seine ganz Jungen hier eine Eishockey-Lektion bekommen zu lassen, sozusagen gegen die großen Spieler von ZSKA. Eine Lektion, die sich bisher in wohltuenden Grenzen hält, muss man sagen. Ja.
Der Goalie, das ist nach wie vor ein Thema, nicht nur in der sowjetischen Nationalmannschaft, sondern auch bei ZSKA Moskau. Das ist fast schon traditionellerweise die fast einzige Schwachstelle der Eishockey-Teams aus der Sowjetunion. Und dann fällt das 2:0 nach 10 Minuten und 54 Sekunden. Nicht wegen des Goalies, sondern da hat sich die Klasse ganz einfach durchgesetzt. Evgeny Schastin war diesmal der Schütze. Zu langsam, der Berner Abwehrspieler lässt sich die Scheibe auf einfachste Art abnehmen. Beutel der Sünder. Und Schastin hat das sofort ausgenutzt zum 2:0. Solche Flüchtigkeitsfehler sind natürlich schade und belasten das Resultatkonto in unnötiger Art und Weise. Auch so dürfen ja die Sowjeten noch zu ein paar Treffern kommen. Aber wie gesagt, darum geht es gar nicht in erster Linie, sondern mehr um eine Eishockey-Gala, um eine Demonstration von Weltklasse-Eishockey und um die Frage, wie gut können die Schweizer dem widerstehen. Es hat nicht schlecht ausgesehen bisher, jetzt dieser Flüchtigkeitsfehler allerdings schonungslos ausgenutzt. Kovalenkos Schuss und freie Schussbahn wiederum für Schastin, der noch ein bisschen durchspielen sich wollte mit Teamkameraden zusammen. Natürlich geht es hier nicht um jeden Treffer, natürlich ist hier nicht der letzte Druck auf dem Stock. Wahrscheinlich wäre der Zug aufs Tor größer in einem Weltmeisterschaftsspiel, in einem entscheidenden, als hier, wo man eben auch seine Kombinationen einübt. Aber uns soll es recht sein, für die Zuschauer sind diese Spiele die schönsten. Boutillier konnte hier die Scheibe für einige Momente blockieren. Scheibe noch im Spiel nach langem Flug. Davidov, trotz seines Namens ein Nichtraucher. Sekumbis, Kunti, Montandon vor Ivanov. Und hier, ich sprach von der Schwachstelle Goalie, das war sozusagen jetzt die Demonstration für diese Aussage. Alexei Iwaschkin, der 20-Jährige, doch sehr leichtsinnig. Maurer auf der gegenüberliegenden Seite steigert sich weiter. Alexei Kazatanov verteidigt zusammen mit Alexei Gusarov. Gut gemacht vom jungen Bützberger. Scheibenverlust scheint im Moment die Devise zu sein bei ZSKA. Gusarov hat wieder angezogen. Kravchuk. Und eine 2-Minuten-Strafe. Herausgeholt sozusagen von Triulzi. Und wir werden sehen, was die Berner zu tun imstande sind mit einem Mann mehr. Vyacheslav Bykov muss hinaus. Ein vierfacher Weltmeister. Er war der beste Scorer
an der Weltmeisterschaft in Stockholm, an der vergangenen, seines Teams, muss man allerdings sagen. Da wurde die Wachablösung vom ersten zum zweiten Block eigentlich schon augenfällig. Vjatchezlav Bykov schoss 6 Tore, gab 6-mal den entscheidenden Pass und war mit 12 Punkten der bessere Scorer als Makarov, Larionov oder Kurtov in Schweden. Perci. Riulzi. Ein Fall für Maurer scheint dieses Spiel zu sein. Er wird natürlich laufend während der ganzen 60 Minuten Gelegenheit haben, sich auszuzeichnen. Von daher also nicht einmal ganz so undankbar die Aufgabe, jetzt da feststeht, dass doch nicht ganz jeder Schuss ein Treffer wird. 15 Minuten sind vorbei. 2:0 führt ZSK Moskau gegen den Schlittschuhclub Bern. Martin. Hier musste zunächst seine Fahrt bremsen, weil Martin ebenfalls gestürzt ins Angriffsdrittel hineinschlitterte und ein Offside drohte. Deshalb hat hier Hauers nicht durchgezogen in Richtung Tor. Das wäre jetzt bitter, ein Tor zu kassieren in Minderzahl, der zweite Pfostenschuss bereits. Schastin, der ja schon einen Treffer, den zum 2:0 erzielt hat, war hier der Fastschütze. Kunti. Und zurückeilen muss Sven Leuenberg. Rauch. Und die Sowjets wieder komplett. Davidov, auch dieser Schuss von Maurer noch abgelenkt. Leuenberger mit viel Selbstvertrauen und auch Können, muss man im gleichen Atemzug sagen. Sergei Zubov jetzt an der Scheibe, auch eines der ganz großen Talente, vielleicht das größte Verteidigertalent im Moment. Im Team der Sowjets, auch erst 19 Jahre alt. Bykov schlägt im entscheidenden Moment über die Scheibe, noch gestört von einem Berner. 2,5 Minuten dauert das Startdrittel noch. ZSK Moskau tritt wie schon in den beiden vorhergehenden Partien als kompakte Einheit auf, als Team ohne Schwachpunkt, vielleicht eben abgesehen vom Goalie, der aber ja genügend selten geprüft wird. Die Stars, die Einzelnen, können sich noch nicht so profilieren. Das ist ja auch gar nicht im Sinn des Cheftrainers Viktor Tichonov.
der es ja eben gern hat, wenn seine Mannschaft als Einheit auftritt. Und immer wenn sich einer als Einzelspieler profiliert, dann sieht er darin schon Schwierigkeiten für sein Kollektiv. Beutler konnte sich hier die Scheibe an und Nussmiger, Tor! Nur noch 2:1, der Jubel im Stadion enorm. Erstens der Freude wegen, zweitens auch deswegen, weil jetzt doch eine ganz ansehnliche Anzahl Zuschauer noch den Weg ins Stadion gefunden hat, auch nach dem Anpfiff. Und Nussbligers Treffer zum 2:1 wird, ich wage zu behaupten, jetzt von mindestens 3.000 Zuschauern bejubelt. Und jetzt heißt aufpassen, wie lange brauchen die Sowjets, um den 2-Tore-Rückstand der Berner wieder Wahrheit werden zu lassen. Man kennt das ja bei diesen sowjetischen Spitzenmannschaften, die wollen dann sogleich den Tarif angeben. Und wenn sie einen Treffer einmal einkassieren, dann geht es meistens keine Minute, bis sie wieder einen geschossen haben. Aber die Berner spielen nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Mit Nussflieger, der natürlich jetzt die nötige Moralspritze durch seinen Treffer erhalten hat. Beutler, der den Pass gab. Also die erfolgreichen 5 sind gleich auf dem Eis geblieben. Und machen jetzt Dampf. Aber aufgepasst auf den Gegenzug. Gute Abwehrarbeit von Wissen. Und Maurer kann einen Spielunterbruch provozieren. 1:16 vor Schluss. Im Moment bei mir dunkel auf der Mattscheibe. Ich hoffe, bei Ihnen war das nicht der Fall. Und wenn doch, dann war das ein kleines Versehen. Ja, jetzt sehen wir noch einmal den Treffer von Nussflieger mit unserer Kamera, mit einer anderen und hier noch einmal mit einer anderen aus der Sicht des Goalies. Klar, dass wir jedes Berner Tor hier voll auskosten werden. Es ist ja nicht anzunehmen, dass wir sehr oft die Gelegenheit haben werden. Und nun gibt es die ersten 2 Strafen, also die ersten Strafen gleichzeitig, Strafe Nummer 2 und 3, je ein Moskauer und ein Berner draußen. Kamenski für die Sowjets und Beutler für die Schweiz. Es wäre schon ein kleiner Achtungserfolg, wenn die Berner mit dem derzeit gültigen Resultat von 1:2 in die Kabine gehen könnten und die letzte Minute des ersten Drittels hat hier bereits begonnen. Boutillier, den die Zuschauer immer besonders kritisch begutachten, hier mit einem weiteren Fehler. Boutillier, der ja die unmögliche Aufgabe übernommen hat, Rotzaleinen zu ersetzen beim SCB. Hier wieder an der Scheibe. Paul-André Boutillier, so schlecht ist er nicht, wie ihn die Zuschauer oft machen. Noch 30 Sekunden bis zum Schluss des Starttritts. Davidov und gut gestaffelt stand Gunti. Gunti, der überhaupt eine tolle Form aufweist im Moment. Hier ist er wieder an der Scheibe. Der Berner, der das gleiche Tempo hinlegt wie die Sowjets. Und das Drittel beendet und es kommt sogar noch zu einer Strafe gegen Davidov. Das heißt, das zweite Drittel wird mit 4 Berner gegen nur 3 Moskauer Feldspieler dann beginnen. Hier haben Sie Davidov im Bild. Der Grund eben, ihm wurde noch eine 2-Minuten-Strafe aufgebrummt von Schiedsrichter Fredriksson aus Schweden. Den Sie hier noch haben, sein Name sei damit nachgetragen. Larsen und Müller sind die beiden weiteren, die mit ihm dafür sorgen, dass das Spiel reibungslos über die Bühne geht. Bill Gilligan kann sicher zufrieden sein, jetzt vor allem mit dem Resultat wieder nach diesem ersten Drittel. Das übermächtige ZSK Moskau liegt nur mit 1 Treffer Unterschied in Führung, nicht zuletzt auch dank dem jungen Goalie Maurer, der eine ausgezeichnete erste Spielperiode hier. Sicher sind die 3 Feldspieler, die Tichonov für diese heiklen 44 Sekunden aufs Spielfeld beordert. Es ist ein großes Verteidigertalent, der 19-jährige Sergei Zubov. Dann der älteste, Alexei Kasatonov, 30-jährig,
Captain, einziger Verbliebener des Superblocks, und beim Bulli als dritter Konstantinov, auch der Nationalspieler Wladimir Konstantinov. Und jetzt also 44 Sekunden für den möglichen Ausgleich für die Berner. Montandon, Rauch, Kunti, Rauch, Leuenberger, Rauch. Und gute Abwehr, wenn gleich auch Scheibe nicht blockiert von Alexei Iwaschkin. Und nun beginnt die Zeit, 1 Minute 15 Sekunden noch jetzt, da es 5 Berner gegen 4 Moskauer Feldspieler sind. Also die Chance nicht mehr ganz so groß, aber immerhin noch reell zum Ausgleich zu kommen. Langes Solo von Sergei Fjodorov, immer noch Fjodorov, das zweitgrößte Talent sozusagen, der 21-Jährige, das noch größere ist der 3 Jahre jüngere, erst 18-Jährige, Pavel Bure mit der Nummer 12, der im Moment allerdings nicht auf dem Eis ist. Zubov, herrlich, der Pass, die Berner Abwehr mit einem Zug überwunden, aber Kaminski trifft das Tor nicht. Fedorov und jetzt Tor in Minderzahl. Schütze mit der Nummer 5, Alexei Gusarov. Statt 2:2 heißt es jetzt also 3:1. Alexei Gusarov, ebenfalls Stammspieler der sowjetischen Nationalmannschaft, einer der 6 Stammverteidiger. Dreifacher Weltmeister. Da war nichts zu machen für Matthias Maurer. Auch Dosio hätte diesen Schuss wohl passieren lassen. Natürlich die Berner immer noch in Überzahl. Und jetzt nach 2 Spielminuten wieder beide Teams komplett. Schastin. Malichin. Utsayev. Davidov von der Strafbank zurückgekehrt. 28 wieder Malichin. Spieler noch ohne internationale Erfahrung, was die Nationalmannschaft betrifft. Bob Martin. Und dann wieder Evgeny Schastin im Zusammenspiel mit Vyacheslav Butsayev. Boutillier. Hovald. Schöner Pass, Boutillier aus dem Handgelenk. Eine gute Aktion, die einen Treffer verdient hätte. Zurück Ivanov, fast so etwas wie unter Dauerbeschuss im Moment und hat Glück, aber den Stock verloren. Die Sowjets aber kommen in Scheibenbesitz und Alexei Iwaschkin kann seine Kelle wieder in die Hand nehmen. Rauch kämpft gegen Davidov, kann das Schlimmste verhindern. Reto de Kumbis. Thomas Maurer. Und dann verpasst der junge Thomas Burillo seinen Einsatz. Zubov. Die Berner wehren sich mit viel Herz.
tun, auch etwas für ihren Goalie. Bereits wieder 4,5 Minuten gespielt im Mitteldrittel. 3:1 führt ZSK Moskau in einer unterhaltsamen Partie. Wladimir Malachow, einer der 6 Verteidiger heute bei ZSK. ZSKA, das nun nicht mehr zu großen Teilen identisch ist mit der sowjetischen Nationalmannschaft, sondern nur noch etwa zu 50%, nicht einmal, wie gesagt, im Moment sind es 7 aktuelle Nationalspieler. Es kommt dann natürlich darauf an, wie viele für die WM hier in diesem Stadion aus der National Hockey League noch einmal zurückkehren. Wahrscheinlich keiner. Und jetzt Tor! Tor durch Roberto Triulzi! Nur noch 3:2. Herrlich auch die Vorarbeit von Nussblinger. Das ist eine schöne Einstellung hier. Ja, der saß haargenau in der oberen Torecke. Und jetzt ist wieder die Frage, wie schnell reagiert ZSK? Es ist schon möglich, dass die Sowjets jeweils nicht ganz so 100% aus sich herausgehen, aber wenn sie jeweils einen Treffer eingefangen haben, dann drehen sie auf und wollen möglichst schnell das Gegentor schießen und die Zeit, die vergeht von einem Berner Treffer bis dass der nächste Gegentreffer kommt, die ist an sich der größte Indikator für die wirkliche Widerstandskraft des Schweizer Mainz. Thomas Künzi, nur nicht pendeln jetzt. Igor Kravchuk. Dann Valery Kamensky. Thomas Künzi, sein Cousin André, kann ja nicht mittun, ist verletzt. Das ist der einzige Ausfall im Berner Team. Und die stärkste Abwehr mit Leuenberger und Rauch beim Schweizer Meister wird jetzt wieder aufs Eis beordert. Tichonov, Sie sehen es, nimmt die Sache mit dem gebührenden Ernst zur Kenntnis. Zeigt Michailov, was seiner Meinung nach noch verbesserungsfähig wäre. Man kann nicht sagen, dass Tichonov dieses Spiel auf die leichte Schulter nimmt, wenn man so sieht, wie er da gestikuliert. Leuenberger, Sekumbis, Kunti. Rauch, Sekumbis zur Stelle und Abpraller auf Montandon. Sekumbis. Malenko, dann zieht Schastin los. Buzajew, Rauch und Sekumbi. Geht auf Nummer sicher. Und immerhin 6 Minuten 43 gespielt im zweiten Drittel. Moskau 3, STB 2. Eine feine Leistung von Bill Gilligans Mannen bisher. Widersetzt sich dem vierten Gegentreffer weiterhin mit gutem Erfolg und provoziert wieder Murer, Murer-Rufe aus dem Publikum. Kostichin.
Zarov. Jetzt gehen sie wirklich mit dem nötigen Ernst zur Sache, die Sowjets. Einer hat sogar den Helm verloren, es ist Pavel Kostichin. Und eine 2-Minuten-Strafe gegen Thomas Maurer wird in diesem Moment fällig wegen Beinstellen. Jetzt wird es natürlich ganz, ganz schwierig für seinen Bruder und die vier Feldspieler, die nun für die Berner sich einer numerischen Übermacht auch noch neben der qualitativen zu erwehren haben. Igor Schiribiev liegt hier am Boden. Ja, da war Maurer dem Antritt und dem Tempo von Schiribiev nicht gewachsen. Nun machen wir uns also auf eine kleine Abwehrschlacht bereit, hoffentlich eine größere Abwehrschlacht, eine längere, die wenn möglich gar die ganzen 2 Minuten dauern wird. Die Sowjets mit Kravchuk und Malichin in der Abwehr, vorne Chomutov, Konstantinov. Ein Check eines Berners, das werden die Moskauer gar nicht gerne sehen. Schade, dass dieser Böck von Triulze nicht außerhalb der Gefahrenzone gebracht werden konnte. Das wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Malichin. Das Publikum geht mit, Sie sehen es oder Sie hören es besser gesagt. Wie lange kann das noch gut gehen? Solange Maurer so gut hält, noch ziemlich lange. Kleine Gehässigkeiten werden jetzt sogar feststellbar zwischen Wladimir Konstantinov und einem Berner. Und wir sehen noch einmal den gecheckten Sowjet. Bikov war es. Ich kann mir vorstellen, dass der Bikov dann bei seinem nächsten Einsatz auch resolut zur Sache gehen wird. Noch 53 Sekunden, die Berner in der Unterzahl. ZSK Moskau 3, SC Bern 2. Fjedorov und Bure, also der Sturm der Zukunft jetzt auf dem Eis bei den Moskauern. Fjedorov und Bure, die sicher auch an der Weltmeisterschaft hier in Bern wieder mitmachen werden. Kamensky ist der Dritte im Bunde bei dieser Powerplay-Situation. Hier Kamensky. Kasatsonov. Hinten, also das Beste vom Besten jetzt auf dem Eis für ZSK Moskau. Noch 15 Sekunden, Sie möchten das Tor gerne herausspielen, schachmäßig herauskombinieren. Aber die Berner widersetzen sich dem. Gut gemacht von Sven Leuenberger. Und tatsächlich, die 2 Minuten sind vorbei. Und es sind schon 4 Minuten vorbei seit dem Anschlusstreffer. Und ZSK Moskau kann nicht wunschgemäß umschalten. Und die 2-Tore-Differenz schnell herstellen. Das wird jetzt richtig ein Kampf, aber dann ist doch noch soweit. Unsicherheiten in der Berner Abwehr. Und dann ist es Alexei Kasatsonov, der erbt. Und zum 4:2 einsendet. Schade, die Berner Abwehrarbeit hatte so gut geklappt in Minderzahl. Jetzt bei gleichwertiger Anzahl Spieler auf dem Eis dann 2 alleine vor Torhüter Maurer. Der eine hat das ausgenutzt zum 4:2. Moskau 4, SC Bern 2. Immerhin 4 Minuten lang fast idyllische Schweizer Eishockey-Zustände. Die Berner trotzten vom Resultat her und auch vom Spielverlauf her dem übermächtigen sowjetischen Meister. Thank you.
Powers gegen Gusarov. Die Sowjets wollen jetzt sofort nachdoppeln. Die Hälfte des Spiels ist um. 10 Minuten gespielt im zweiten Drittel. Bob Martin. Und dann wieder Gusarov. Utsayev, Schastin. Und Hoval. Martin. Montandon. Ja, 2 Minuten, dachte ich mir doch, wegen Beinstellen. Die Berner also wieder in Überzahl. Allerdings das letzte Mal, als sie zu 5 gegen 4 gegnerische Feldspieler antreten konnten, haben sie einen Treffer einkassiert. Wer weiß, vielleicht gelingt jetzt die Revanche in dieser Spezialdisziplin 5 gegen 4. Davidov. Boutillier. Sekumbis. Wie immer im Übertalspiel wird auf die Künste von Kunti und Sekumbis Rücksicht genommen. Dazu als Center auf dem Eis, Wehr als Dritter. Montandon. Sekumbis gegen Davidov. Und da löst sich ein Spieler ganz alleine am linken Flügel, es ist Kravtschuk. Oh, das läuft dann wie geschmiert. Wenn es den Sowjets gelingt, ihre läuferische Überlegenheit aufs Eis umzusetzen, dann wird es jeweils kritisch. Kunti. Thomas Künzi hat diesen Bandenpass errahmt. Guter Schuss vorbei an seinem Bewacher Schiribev. Nicht leicht zu halten, dieser Schuss. Für den Goalie, die Sicht war verdeckt und jetzt muss ein Berner hinaus, leider, und damit ist die Chance vertan, im Überzahlspiel etwas zu machen. Thomas Künzi raus. Vielleicht sieht man es hier noch besser, das ist ja das Schöne, wenn man so viele Möglichkeiten hat. Das war also schon diese Szene, die zum Sturz und zur Strafe führt. Und die Sowjets haben den Goalie jetzt ausgewechselt. Achtung! Maurer, sehr gut. Also nach der Hälfte des Spiels ungefähr Torhüterwechsel bei ZSK Moskau. Im Tor spielt jetzt Maxim Michailowski. Auch er vermochte noch nicht so recht zu überzeugen. Auch er ist erst 20-jährig. Man baut hier neue Goalies, neue Junge auf. Die Fortschritte sind noch nicht so, wie man sich das wünschen würde. In der Chefetage von ZSK. Berci. Kostikin. Ah, ein dummer Treffer. Maurer zunächst mit einer erfolgreichen Abwehr und dann schlittert der Böck doch hinein zum 5:2. Schütze, die Nummer 27, Pavel Kostikin. Wir sehen es noch einmal. Erster Schuss abgewehrt und dann kommt der Nachschuss. Hier sehen wir es wahrscheinlich noch ganz gut. Gab es überhaupt einen Nachschuss? Jawohl, im Abdrehen noch gegen die Laufrichtung. Also
ein kleines Kunststück, dieses Tor, aus der Sicht von Pavel Kostichin, aus der Sicht von Thomas Maurer natürlich ein etwas dummer Treffer. Und damit wird nun die Eishockey-Hierarchie auch resultatmäßig langsam sichtbar. 5:2 für ZSK Moskau jetzt. Und Spiel unterbrochen. Patrick Kowald, der U20-Internationale, hat sich hier offenbar am Arm doch erheblich verletzt. Er geht zurück in die Garderobe und lässt sich pflegen. Ja, da ist er wahrscheinlich unglücklich mit dem Oberarm an die Bande geprallt. 13 Minuten 38 gespielt im Mitteldrittel. 5:2 für ZSKA. Schastin. Im Moment spielen sie eher wieder etwas locker, leger, die Sowjets. Spielen sich die Scheibe zu, ohne sofort unbedingt Druck entwickeln zu wollen aufs gegnerische Tor. Vyacheslav Putajev ist hier losgefahren. Maurer war es, Thomas Maurer. Davidov, herrlich sein Dribbling. Sergei Zubov. Dann Kovalenko. Davidov. Einer der auffälligsten. Davidov, wo ist die Scheibe? Mit dem Schlittschuh erzielt. Kein Tor. Ein Schlittschuh-Tor, das heißt also eben kein Tor. Gespielt 15 Minuten 42 im Mittelfeld. Und wir testen wieder unsere verschiedenen Kamerapositionen. Wahrscheinlich wird die Hintertorkamera hier die beste sein. Hier die Kamera, die sehr geeignet ist, um Spielzüge genau noch einmal vorzuzeigen, und da sah man es bereits recht gut, ein Schlittschuh-Kick. Und hier kommt es dann darauf an, wie viele Spieler natürlich da davor sind. Hier, ja, sieht man ganz gut sogar, dass es Absicht war vom Spieler. Vielleicht wollte er sich die Scheibe auch erst vorlegen auf den Stock mit dem Schuh. Kurz und gut, der Treffer war nicht gültig, und die nächste gefährliche Situation vor Torhüter Maurer, Matthias Maurer, gehört ebenfalls bereits wieder der Vergangenheit an. Wladimir Konstantinov, sagen wir eben, mit der Nummer 16, auch einer der berühmteren sowjetischen Spieler. Hier hatten sie ihn. Er stammt aus Murmansk. Hinter dem Polarkreis war er an sich zu Hause, bevor er nach Moskau kam, um mit ZSK zusammen zu spielen.
Konstantinow, um noch rasch bei ihm zu bleiben, er war bei jener legendären Wüstenschlägerei in der Junioren-WM 1987 dabei zwischen Kanadien und Sowjets. Er wurde dann gesperrt, war deshalb 1987 und 88 nicht dabei, als die Sowjets zunächst nicht reüssierten an der WM in Wien und dann Weltmeister wurden. Und erst letztes Jahr ist er 1989 zum zweiten Mal nach 1986 dabei gewesen und hat damit zwei Weltmeistertitel auf seinem Konto anstelle von drei, die es hätten sein können. Kostikin. Ja, jetzt ist nichts mehr zu machen da hinten. Die Abwehr nun doch durchlässig geworden der Berner. Vielleicht werden sie auch langsam, aber sicher ein Opfer des Tempos. Schütze des 6:2, Evgeny Schastin, sein zweiter Treffer am heutigen Tag. Und damit übernimmt er jetzt mit insgesamt 5 Scorepunkten die Führung in der Torschützenliste dieses Europacup-Halbfinalturniers. Denn darum geht es ja hier vordergründig, um den Einzug in den Europacup-Final. Nach dem Sieg der Moskauer wird es dann auch definitiv feststehen, dass ZSK Moskau und der TPS Turku, die Meisterschaft der Sowjetunion und Finnland, die schon gesetzt waren letztes Jahr im Europacup-Final, dass sie sich erneut für dieses Finalturnier der besten 4 qualifiziert haben werden. Alan Howard, noch nicht sonderlich erfolgreich, der Kanadier, guter Pass auf Martin und Tor durch Howard. Das 6:3. 37 Minuten und 6 Sekunden gespielt. Immerhin schon 3 Treffer jetzt für den Schweizer Meister gegen ZSK Moskau. Die Holländer von Rotterdam schaffen 2 Treffer. Turku, der am ernstesten zu nehmende Gegner, schoss nur ein Tor. Sowjets jetzt sofort wieder umschalten. Es sieht ganz so aus. Hier werden die Schweizer abgeblockt. Montano kann sich doch durchsetzen. Schöner Pass, das wäre es gewesen. Bekumbi ist gleich noch zum 6:4. Da wäre dann der russische Bär schön gereizt gewesen. Bulli vor Torhüter Maxim Michailovski, der ja seit der 31. Minute im Einsatz ist. Man wartet noch auf Alexei Kasatanov, der noch einen neuen Stock hat holen müssen. Hier kommt er ins Bild. Kasatanov, 4-mal an einem WM-Turnier schon ins All-Star-Team gewählt. Also wirklich einer der ganz Großen des Welt-Eishockeys. Sekumbis-Schuss. Gut gemacht von Rauch. Kumbis, wieder Rauch, lässt sich nicht zu einem überhasteten Abspiel verleiten, sein wohldurchdachtes wird dann aber trotzdem ein Fehlpass. Davidov gecheckt, dann wird auch Beutler ein Opfer des nun etwas körperbetonter werdenden Spiels. Zwei, die sich ineinander verhängt haben, waren das Kumbis und Malachin, alles reglementskonform, gutes Durchspiel der Berner jetzt. Sekumbis und sie vor dem Tor. 2 Minuten noch bis zum dritten Sende. Die Berner haben Mut gefasst auf den dritten Treffer. Die Sowjets sind gereizt worden durch ihn, sodass das Spiel jetzt an Intensität gewinnt. War aber jetzt Subov mit einer reellen Chance. Dann wieder Sekumbis. Thomas Maurer. Er möchte sich auch noch in Szene setzen. Nicht nur sein Bruder soll Gesprächsgegenstand sein. Aber jetzt müsste der Bruder etwas was Unmögliches machen. Er hat Glück, dass der Schuss am Tor vorbeipfeift. Stimmung und Action jetzt noch am Schluss dieses Mitteldrittels. Und Fehler wird er ausgenutzt. Oh, schade, schade, dass hier Thomas Maurer über die Scheibe gehauen hat vor dem leeren Gehäuse.
Minute noch knapp in diesem Mitteldrittel. Hoffentlich wird die Stimmung nicht noch gekillt durch ein siebtes sowjetisches Tor, denn dieses wird nun vehementestens angestrebt. Man merkt das. Konstantinov an die Bande geknallt von Nussflieger, dann aber trotzdem Gusarov und kein Torerfolg für Chomutov. Noch harte 30 Sekunden für die Berner. Ja, jetzt ist es passiert. Torschütze Andrzej Chomutov, ebenfalls ein siebenfacher Goldmedaillengewinner. 5 Weltmeistertitel, 2 Olympiasiege stehen bei ihm zu Buch. Und Chomutov hat also diesen 17. Treffer doch noch unterbringen können vor Drittelsende. 23 Sekunden genau vor dem Ende des Spielabschnitts. Mit diesem Assist hat Bikov zu Schastin aufgeschlossen in der Scorerliste. Der Finne Wirta, der mit 3 Punkten zu Buche steht, hat dann allerdings die Gelegenheit, vielleicht noch dieses Klassement für sich zu entscheiden. Dann wird noch ganz böse aufeinander gegangen, eine Schlägerei. Vyacheslav Putsayev hat noch eins auf den Deckel gekriegt. Als das Spiel schon zu Ende war, das zweite Drittel abgepfiffen, die Sirene schon ertönte, sind sich da noch 2 Spieler in die Haare geraten, ein Berner und ein Russe. Putsayev war es auf Seiten Moskaus. Das noch einmal der sehr schöne Check, die schöne Charge, die Kuntian Davidov anbringen konnte, aber die Schlägerei lief auf einer ganz anderen Spielfeldseite, auf der anderen. Nun, wer die beiden Streithähne waren, das werden wir sicher erfahren, dann zu Beginn des Schlussdrittels, wenn die beiden dann auf der Strafbank Platz nehmen werden. Wobei Berner noch eine höhere Strafe riskiert. Denn er hat, als die Schlägerei schon vorbei war, noch einmal sozusagen eine Verlängerung erzwungen. Ist zunächst abgedreht, hat er, und dann ist er noch einmal gekommen. Das Allmendstadion, wir warten auf das dritte Drittel im Spiel SC Bern ZSK Moskau. Aktueller Spielstand 3:7. Das Publikum ereifert sich ein bisschen.
weil nach einer Schlägerei nach der Schlusssirene der Berner, der eben mehr tat, einen gezielten Faustschlag mehr abgab Roberto Triulzi als ein sowjetischer Gegner, der Berner also dreimal zwei Minuten erhalten hat, der sowjetrussische Gegenspieler nur zweimal zwei, das heißt also, zwischen der 44. und der 46. Minute wird ZSK Moskau dann in Überzahl antreten können. Sie sehen hier die zyrillischen Buchstaben, das hier bei der Nummer 5 heißt zum Beispiel Gusarov. Und es ist ja nicht ganz einfach, das jeweils in unsere Buchstaben zu übersetzen. Und das Paradebeispiel ist der Name, die Abkürzung. Schreiben tut man CSKA und sagen tut man ZSKA. Das hat sich irgendwie so eingebürgert. An sich ist eben beides richtig. Es kommt darauf an, wie man einfach die deutsche Schreibweise da macht. Und die Chance zum 7:4 wird nicht wahrgenommen von Nussbliger. Eine gute Abwehr des Goalies des Sowjetischen. Die beste Abwehr bisher von Maxim Michailowski. Wieder Nussbliger, das war natürlich eine goldene Chance. 4:4 also auf dem Eis und das jetzt 4 Minuten lang. Beutler. Martin gegen Gusarov. Kostichin und Tor. 8:3 Torschütze, Kostichin, Pavel Kostichin. Und damit wird nun das Resultat doch so genannt standesgemäß. Lange wehrten sich die Berner sehr gut, auch resultatmäßig. Jetzt aber kommt halt doch auch bezüglich der Plus- und Minustore zum klaren Unterschied, zur klaren Differenz. Und damit werden natürlich auch die Chancen von Torhüter Matthias Maurer, der sicher nicht schlecht gehalten hat, aber jetzt trotzdem halt schon 8-mal bezwungen worden ist, hier noch zum besten Spieler seines Teams gekürt zu werden. Da werden jetzt wahrscheinlich doch die Feldspieler eine Chance erhalten, die Feldspieler des SCB. Eine Minute 33 gespielt im Schlussdrittel. Der dreifache Weltmeister Gusarov fuhr eben aus dem Bild und das hier ist Thomas Künzi, erst 19 Jahre alt, ein U20-Internationaler. Mit Boutillier zusammen verteidigt er in der zweiten Abwehrreihe der Berner. Der SC Bern verfügt ja über ein sehr gutes erstes Backpaar mit Martin Rauch und Sven Leuenberger, den beiden Nationalspielern, sodass sie sich also den Luxus leisten können, jeweils in Über- und Unterzahlspiel in ihrem ersten Block nicht den ausländischen Verteidiger aufzustellen, sondern eben die beiden Schweizer. Kraftschuss an die Pfosteninnenkante. Die Zweistellige wird sich wohl nur schwer verhindern lassen. Aber das Resultat wird erträglich gemacht durch die Plus-Tore der Berner. Davidov. Montandon de Kumbis. Wissen. Offside, angezeigt, braucht vorerst nicht gepfiffen zu werden, denn die Berner lösen sich gut von hinten. Kunti,
versucht an Kasatunov vorbeizufahren, aber das ist natürlich schwierig gegen diesen Weltklasse-Mann. Gunti aber immerhin noch an der Scheibe. Immer noch der Zweikampf gegen Kasatunov. Boutillier kommt zu Hilfe. Und dann gibt es wieder ein kleines Gerangel. Diesmal zwischen De Kumbis und Fedorov. Die Bündner erhitzen sich also. Triulzi ja schon draußen. Und jetzt erwischt es auch De Kumbis. Es geht allerdings im Moment nur das Türchen für den sowjetrussischen Spieler auf. De Kumbis fährt zu seiner Spielerbank. Und tatsächlich, De Kumbis kommt vorbei. Und hier sehen wir wahrscheinlich den Pfostenschuss. Das war ein Scharfschuss, auch in der Zeitlupe nicht zu erkennen, der Böck. Oder kaum zu erkennen. Also jetzt die Berner in Überzahl, denn es hat nur den sowjetischen Spieler Fedorov erwischt. Mit einer 2-Minuten-Strafe. Fredriksson hat die Fahrt des Böckes ausgehalten. Katastrophaler Fehlpass, wie man ihn sich nicht gewohnt ist. Vom sowjetischen Meister nicht an einem Tor ausgenützt von Thomas Künzi. Boutillier. Man könnte wieder zum Schneider herauskommen, um in der Jass-Sprache zu sprechen. Das 8:4 erzielen. Noch einmal Künzi, aber da steht auch Gusarov. Und vorne hat ein Mann gelauert. Er kam eben ab von der Strafbank zurück und wurde deshalb außer Acht gelassen. Es war Vyacheslav Butsayev, der Schlägereigegner von Triulzi, jetzt also 4 gegen 4. Noch der Moskauer auf der Strafbank, 1:34 noch Triulzi und der Spielstand 8:3. Montandon hat das Pulli für sich entschieden. Powers wissen. Kunti. Davidov. Diesmal an die Lattenunterkante. Ein schöner Pass auf Montandon, die Chance zum 8:4. Zuletzt noch behindert vom Gegenspieler und dann noch einmal diesmal Kunti vor dem Tor und das Spiel sehr, sehr frühzeitig abgepfiffen. Torhüter Michalowski hatte die Scheibe keineswegs unter Kontrolle. Aber was soll's? Hier noch einmal Montandons Chance. Ja, da kam dann doch noch ein Verteidiger, der ihm den Stecken zwischen die Räder klemmen konnte sozusagen. Der Gegner mit der Nummer 4 hier deutlich zu erkennen, Igor Kravchuk. Im Moment die Berner zwar noch im Angriff, aber gleich sind sie mit einem Mann weniger auf dem Eis. Jetzt Moskau wieder komplett, Triulzi sitzt die letzte halbe der insgesamt 6 Strafminuten ab. Deshalb hier das Zeitspiel der Berner, die jetzt einfach die Scheibe behalten wollen. Und sie tun das sehr gut. Boutillier, Zubov, das große Verteidigertalent. Man kann nicht sagen, dass sich der eine oder andere Spieler besonders hervorgetan hätte von ZSK Moskau in dieser Partie. Es waren eben alle sehr gut, aber keiner überragend eigentlich. Zubov und die Berner jetzt wieder komplett. Kasatunov.
3 gegen 1 Situation, Nussflieger. Zögerte lange zwischen Schuss und Pass und hat dann irgendeinen Zwischenweg gewählt. Eine Strafe gegen die Nummer 18 der Sowjets. Gegen Sergei Fedorov. Der hatte ja schon einige kleine Schlägereiansätze zu vermelden und muss nun hinaus. 21 Jahre alt ist er. Fedorov Bure Mogilny, das wäre der Wunschsturm der 90er Jahre gewesen für die Nationalmannschaft von Tichonov. Mogilny ist geflüchtet. Bleiben noch Bure und Fedorov. Fedorov, sechsfacher Torschütze plus 3 Assists an der WM in Stockholm. Er wurde damals zum ersten Mal eben Weltmeister. Ein Mann, den wir sicher in den nächsten Jahren noch oft werden bewundern können. Nicht als Mann für die Strafbank, sondern als sehr guter Eishockey-Spieler. Wieder möchten sie zu viert gern ein Tor schießen. Sie kommen relativ einfach durch. Der Schuss geht dann allerdings weit, weit darüber. Ein Berner hatte zum Glück noch den Stock dazwischen. 6 Minuten 59 gespielt im Schlussdrittel. 1,5 Minuten noch die Berner in Überzahl. Gegen Kovalenko. Sekumbis wieder dazwischen. Kunti. Boutillier. Montandon. Und ja, ein geschenktes Tor wäre das geworden. Noch die Überzahlzeit der Berner. Künzis Schuss, Michalowski Abwehr. Auf dem Eis. Hier im Einsatz beim Bulli Roberto Triulzi. Setzt sich gleich sehr gut in Szene. Und dann geht es gleich wieder rund. Aber die Strafzeit abgelaufen, beide Teams wieder komplett. Beutler, Hauer. Super. Kasatunov. Ah.
Istanbuli vor Torhüter Michalowski. 9 Minuten gespielt, im Schlussdrittel Bern 3, Moskau 8. Die Moskauer schlugen Sparta Rotterdam mit 14-2. Die Berner gewannen gegen den holländischen Meister nur mit einem Trefferunterschied. Das hätte also, nachdem wir hier noch einmal Triolzi vollen Einsatz sehen, hätte also eine Tordifferenz von 11 bedeutet, aufgrund des Maßstabes Rotterdam. Turku verlor gegen Moskau mit 4-1 und schlug die Berner mit 4-1. Das hätte auf eine Tordifferenz von 6 hindeuten lassen. Und wie immer kommt es auf ein Zwischending heraus. Im Moment sind es allerdings sogar erst 5 Tore Unterschied. Der junge Thomas Burillo hat noch nicht einmal ein Leibchen mit seinem Namen drauf und hat hier die mangelnde Routine nicht verbergen können. Es ist natürlich sehr schwer für die Jungen hier zu bestehen und jetzt kommt es zu den 6 Toren Differenz. Torschütze ist erneut Pavel Kostichin. Ein zweites Tor am heutigen Nachmittag, 9-3 damit der Spielstand. Und die zweistellige droht somit jetzt doch ganz erhebt. Von Martens Schuss. Gute Abwehr von Maurer gegen Davidov. Malechin sind hier ein bisschen aneinander geraten im Anschluss an diese Szene. Der Schiedsrichter trennt die beiden. Die Feindseligkeiten werden nicht fortgesetzt. Jeder geht auf seine Bank. Bei einem derart klaren Spielstand und einem doch fairen Spiel wären solche Schlägereien jetzt auch wirklich völlig fehl am Platz. Oha! Maurer wehrt sich. Schiribiev hatte hier die Gelegenheit, Tor Nummer 10 zu erzielen. De Kumbis, Künzi. Davidov, Tor, 10-3. Ganz knapp kein Offside. Und dann bombensicher verwandelt der Treffer durch Davidov, einen der auffälligsten Spieler. In die nahe obere Ecke, diesmal nicht nur gezielt, sondern eben auch getroffen. Das ist der Unterschied. Und das nächste Ziel der Berner kann es jetzt nur noch sein, nicht mit 10 Treffern Differenz zu verlieren. Aber die Abwehr jetzt deutlich überfordert und 11-3. Torschütze ist Wladimir Konstantinov. Er wollte es, war so sah es aus, noch gnädig machen, hat lange gezögert mit dem Schuss, konnte dann aber schließlich gar nicht anders.
und fährt hier Torhüter Maurer. Und als sich der wieder von seiner halb liegenden Position erhebt und mit dieser Bewegung alle Hände und Kniegelenke voll zu tun hat, genau in dem Moment drückt Konstantinov ab und schießt das 11:3. Boris Michailov noch einmal im Vordergrund und hier war es wirklich Offside. Achten Sie auf den Spieler unten, auf Berci. Ja, nicht einmal, denn er berührt die blaue Linie noch mit seinem Schlittschuh und das ist ja entscheidend. Also an sich müsste der Böck die Linienberührung zunächst verlieren und erst dann Berci, und das war aufgrund dieses Bildes, darf man das sagen, an sich der Fall, also an sich kein Offside. Aber das ist natürlich sehr schwierig im normalen Tempo und ohne Fernsehkamera festzustellen. Nussblicker. Minuten 53 gespielt in einer Begegnung, die jetzt im letzten Drittel doch etwas gar eindeutig und einseitig geworden ist. Und nun eine 2 Minuten Strafe gegen Gutsajew wieder einmal. Nicht zum ersten Mal, er war ja der Widersacher von Triulzi in der Pausenschlägerei. Er erhält weitere 2 Strafminuten aufgepumpt. Ja, das war zwar hier die Nummer 5, Gusarov, der da Nussblicker aufs Haupt schlug. Offenbar gab es da noch einen anderen Zwischenfall. Powerplay-Möglichkeit für die Berner also. André Poutillier, der 26-jährige Kanadier. Bob Martin. Red Line Offside. Der Pass kommt hinter der blauen Linie. So wurde er auf alle Fälle angeschätzt von den Schiedsrichtern, sonst wäre es ja kein Redline Offside gewesen. Und hier muss eben die Scheibe zuerst über die rote Linie. Auch hier aber mit ein bisschen gutem Willen, könnte man sagen, da war noch ein Beißer vorhanden, um in der Curling-Sprache zu reden. Also noch eine leichte Schlittschuhberührung des Berners, also auch hier nicht unbedingt Offside. Sein. 50 Sekunden noch, der SCB in Überzahl. Montandon. Der Walliser im Team des SCB, da gibt es also nicht nur sehr viele Bündner, sondern auch einen Walliser. Und jetzt Tor! Montandon, einen Freiburger haben sie eben auch noch. Gilles Montandon, 11:4.
Einladung dankend angenommen. 13 Minuten 32 gespielt im Schlussdrittel. Moskau 11, SCB 4. Und damit müsste das Ziel mit weniger als 10 Treffern Differenz zu verlieren eigentlich realisierbar sein. Gar locker die Moskauer und erfreulich ist, dass die Berner davon sofort zu profitieren vermögen. Triulzi. Wieder Roberto Triulzi. Und dann die Gegenangriffsauslösung und ganz weit vorne Konstantinov. Maurer, noch einmal ein Pluspunkt für ihn. Dann die Stöcke wieder relativ hoch dort draußen. Bei der Rangelei in der Bande. Die Schiedsrichter tolerieren das. Konstantinov, diesmal klar daneben, das metallene Geräusch nicht vom Pfosten, sondern von der Turmbrandung hinter dem Gehäuse entstanden. Berci, gutes Dribbling. Aber Nussflieger läuft zu früh ins gegnerische Angriffsdrittel hinein. Beutler. Zubov. Da wurde wieder ein Gegenspieler vergessen, es ist Chassin. Tor, da war nun Maurer wieder einmal auf der Negativseite bei dieser Aktion. Chassin, dritter Treffer. Wetten, dass Chassin als bester Spieler der Sowjets ausgezeichnet wird nach dem Spiel. Diesmal nicht zwingend dieses Tor zum 12:4. Evgeny Chassin. Kein Nationalspieler, aber trotzdem der auffälligste am heutigen Nachmittag. Wieder an der Scheibe, Evgeny Chassin. Jetzt hat er Spaß gefunden, großes Dribbling und nur die Nachlässigkeit einer Kollegen, die einen Offside provoziert haben, hindert ihn daran, noch einmal seine Show zum Besten zu geben. Konstantinov gegen Thomas Künzi, Nackenschlag. Aber dann Revanche. Oha! Diesmal Maurer wieder Sieger. Der Mann, der den Treffer nicht unterbrachte, war Igor Schiribiev. Viele gute und auch einige weniger gute Szenen des jungen Goalies Matthias Maurer am heutigen Nachmittag. Noch 4,5 Minuten zu spielen. Coutillier, Martin, Oval, fast eine russische Kombination und dann wieder Chassin. Der Böck ist drin, Torschütze Pavel Kostichin, 13:4. Das ist genau das Wiener Resultat beim Startspiel der Schweiz. Und der AWM in Wien, da gewannen die Sowjets gegen die Schweizer mit 13:4. Tichonow regte sich damals auf wegen der 4 Gegentreffer. Und Evgeny Chassin mit einem weiteren Assistpunkt, der wird also höchstwahrscheinlich auch der Turnier-Topscorer werden. Jetzt haben die Berner ein bisschen den Mut verloren. 13:4, die 10 Tore Differenz drohen. 14:2 verlor Panda Rotterdam.
Das waren 12 Tore Differenz, also so schlimm kommt es ja hoffentlich nicht mehr heraus für die Berner. Malichin, Davidov. Vom Resultat her kann man jetzt eigentlich nur wünschen, dass die Partie möglichst schnell zu Ende geht. Drei Minuten fünf noch. Der Schuss von Chomutov, den man sonst nicht besonders viel in Aktion gesehen hat, in vielversprechenden Situationen. Chomutov und Kamensky, Bykov, der dritte des Nationalmannschaftssturms, hat sich am ehesten noch in Szene setzen können. Aber es waren mehr die Unbekannteren, die hier hungrig waren, etwas zu zeigen, sich zu profilieren. Wie eben allen voran Schastin, aber auch Davidov. Triulzi. Eher ein Kandidat für den besten Berner. Guter Pass von ihm auf Lustflieger. Dessen Schuss wird aber von Kasatonov im Keim erstickt. Kasatonov mit dem Stock dazwischen. Und der Böck damit abgelenkt Richtung Hallendecke. Bill Gilligan, der amerikanische Trainer des FCB, der Meistertrainer, wusste natürlich, dass es hier nichts zu holen geben würde. Aber er hat seine Mannschaft immerhin so gut eingestellt, dass sie sich mit Anstand aus der Europacup-Affäre gezogen haben. Jetzt hat Davidov Pech gehabt. Er saß draußen auf der Strafbank und hat den Böck-Abpraller genau ins Gesicht erwischt. Gleich beginnen die letzten zwei Spielminuten. Bützberger. Die Ansagen hier an diesem Europacup-Halbfinale, Sie haben es vielleicht gehört, erfolgen in Englisch und Berndeutsch. Gustarov. 13 zu 4, das ging ja noch. 14 zu 4 wäre ein bisschen hässlicher. Das Tor einmal aus den Angeln gehoben, hält jetzt keinen Schlag, keinen Schubser mehr aus und löst sich sofort wieder. Aber in einer Minute 33 ist dann die Partie ohnehin beendet. Davidov, so schlimm war es also nicht mit dem Böcker, ist bereits wieder im Einsatz. Damit steht der Turniersieg von ZSK Moskau fest. Außerdem musste man ja nur Erster oder Zweiter werden, um sich für das Europacup-Finalturnier zu qualifizieren, das im Februar an einem noch zu bestimmenden Ort stattfinden wird. Mit ZSK Moskau, dem sowjetischen Meister, mit Turku, dem finnischen Meister, mit Färjestad, dem Meister aus Schweden und als Überraschung mit dem deutschen Meister Rosenheim, dem es gelungen ist, den tschechoslowakischen Meister Tesla Pardubice auszuschalten. Postschuss bleibt glücklicherweise beim 13 zu 4.
35 Sekunden müssen die Berner ihr Tor noch reinhalten, um keine 10 Differenz abbuchen zu müssen. Das könnte gelingen, 25 Sekunden noch. Und jetzt sogar die Chance für De Kumbis Tor, jawohl! 13 zu 5. Damit wäre auch dieses kleine Prestige-Problemchen gelöst. Immerhin 5 Tore gegen ZSK Moskau. Das ist ein 8. Erfolg, wenn natürlich auch die 13 Gegentreffer schwer wiegen. Kumbis, Kunti, Montandon, ein guter Sturm, den man sich durchaus auch in der Nationalmannschaft vorstellen könnte, obwohl da natürlich einige eher ein bisschen ältere Semester schon dabei sind, wenn ich an De Kumbis denke, der halt schon 33 Jahre alt ist. Kunti mit 27 Jahren vom Alter her eher noch einmal für ein Comeback in der Nationalmannschaft prädestiniert, aber das ist ja zum Glück nicht unser Problem, sondern dasjenige von Simon Schenk. Bern 5, Moskau 13, noch einmal das Trainerduo Tichonov-Michailov. Mit bestem Dank an alle, die hier mitwirkten, und wir zeigen Ihnen noch die Ehrung der besten Spieler. Ich will nicht bluffen, ich war selbst in der Jury, es ist relativ einfach zu sagen, wer der beste Spieler sein wird. Schastin einerseits, Triunzi andererseits. Ich will doch nicht hoffen, dass mich die Kollegen von der schreibenden Presse mit Mehrheitsentscheid diskreditiert haben. Schastin ist es. Und die Preise werden überreicht durch Putzfeller, den OK-Präsidenten am Spengler Cup. Vor den Übertragungen am Spengler Cup werden wir Ihnen am Schweizer Fernsehen noch einmal ein schweizerisch-sowjetisches Duell zeigen, ein Länderspiel Schweiz-Sowjetunion. Roberto Triunzi, bester Berner Spieler. Und das war's dann vom Europa Cup Halbfinalturnier in Bern. Vorgezogen wurde das letzte Spiel zwischen Turku und Sparta Rotterdam. Turku könnte sich aufgrund der hohen FCB-Niederlage heute sogar noch eine Niederlage leisten. Wenn sie nicht allzu hoch ausfällt, das ist aber anzunehmen, dass die Finnen ihre klare Überlegenheit gegen Rotterdam auch zu einem weiteren Sieg dann ausnützen werden. Das war's. Dankeschön fürs Zuschauen. Weiterhin einen schönen Sonntag miteinander und auf Wiedersehen. Choc, ainsi que vous l'a dit Pierre Fula, entre l'équipe du CSK de Moscou, championne du RSS, et l'équipe du Dukla de Jihlava, championne de Tchécoslovaquie. Pour m'assister dans ce commentaire, Tristan Alric, mon confrère du journal L'Équipe, considéré comme le journaliste français qui connaît le mieux le hockey en France. Et tout de suite, disons que nous assistons à une surprise ici dans la patinoire de Megève, puisqu'après 7 minutes et 11 secondes de jeu effectif, eh bien c'est l'équipe du Dukla de Jihlava, qui n'est pourtant pas favorite, qui mène à la marque grâce à un but réalisé au cours de la 4e minute de ce jeu, but marqué donc par les Tchécoslovaques et Tristan Alric. On peut dire que ce match, du point de vue du scénario, ne peut pas mieux commencer.
car les Soviétiques menés vont devoir faire le jeu. Absolument, Pierre. Je crois que la première surprise, il faut l'annoncer parce que le match arrive en cours. Dès la première minute de jeu, nous avons vu Moscou qui avait l'opportunité de marquer un but puisqu'il jouait à 54. Il y avait un joueur de Tchécoslovaque en prison. Ils n'ont pas su saisir cette opportunité. Puis nous avons vu également Jilava à la troisième minute qui de nouveau s'est retrouvé donc à 54 à son tour. Et puis finalement, ce but fantastique, il faut le dire, à 6 minutes 19 de Valek qui a ouvert le score pour Jilava. Et je crois que, comme vous venez de le dire Pierre, c'est un match qui risque d'être très serré. Et on s'attendait d'entrer à une mainmise de Moscou et ce n'est pas le cas. Les présentations ainsi faites, intéressons-nous directement au jeu. Au moment où je vous parle, c'est l'équipe de Dukla de Jilava qui procède à un changement de joueur. Et on va faire une mise au jeu dans la zone défensive de l'équipe tchécoslovaque. Avec une équipe soviétique dominée qui court donc après le score, alors que à l'instant même c'est Tchernik qui avait récupéré ce palais. La défense tchécoslovaque est toujours bien groupée, bien organisée, mais face à l'Union soviétique, il va falloir être très très attentif, car j'ai l'impression que Tikhonov, le coach soviétique, a dû donner des consignes. Tandis qu'Henri Carrier vous montre au ralenti le but de la sixième minute, auquel vous n'avez pas pu assister en direct, mais que voici en différé. Alors comme vous voyez, le palais, il y a eu un tir de revers juste au bord de la cage. Je dois dire que c'est très difficile pour un gardien de but d'arrêter ce genre de tir. Voilà. Alors sur l'aile droite là-bas, Drodzeski, l'ailier de l'équipe soviétique, et un contre tchécoslovaque qui ne profite pas. Récupération du palais maintenant par l'équipe de Moscou, et notamment par l'intermédiaire de Starikov. Pour l'instant, le jeu a l'air de se concentrer dans la zone neutre. Aucune équipe ne parvenant à prendre le pas sur l'autre. C'est le round d'observation après ce but surprise des Tchécoslovaques à la sixième minute du jeu. Il faut dire que les duels entre les hockeyeurs tchèques et les hockeyeurs soviétiques sont toujours très serrés et on s'en rend compte une fois de plus. Il y a toujours cette émotivité qu'il y a dans les matchs entre ces deux pays. Les Russes ont beau être les meilleurs joueurs du monde, parce que je crois qu'ils le sont, dès qu'ils rencontrent les Tchécoslovaques, c'est tout de suite autre chose. Ils sont décontenancés un peu par leurs adversaires. On s'en est rendu compte, Pierre, à Prague, au dernier championnat du monde, où tout le monde s'attendait à une victoire vraiment écrasante des Soviétiques. Et puis finalement, les Tchèques ont emporté 2-1. C'est la finale de la Coupe d'Europe des clubs. On pourrait dire aussi que c'est la finale militaire entre l'Union soviétique et la Tchécoslovaquie, puisque le CSKA de Moscou est l'équipe de l'armée, tout comme le Dukla de Jilava, dont on pourrait dire, pour trouver une comparaison, qu'il est le bataillon de Joinville de l'équipe tchécoslovaque. Le numéro 9 qui était à la lutte ici, c'était Krutov, mais qui s'est fait prendre le palais par Kashka. Là encore, la défense de l'équipe tchécoslovaque est très attentive, et il faut l'être, face à ce que l'on peut considérer comme de meilleur au monde en ce qui concerne la première ligne d'attaque soviétique. Oui, au sujet de cette première ligne, je crois qu'il faut quand même souligner la présence d'un joueur extraordinaire à l'avant, c'est Makarov, le numéro 24, qui est actuellement le meilleur buteur du RSS depuis 5 saisons consécutives. Et lorsque l'on sait le niveau du hockey sur glace en Union soviétique, on se rend compte de la valeur de ce joueur. Viktor Tikhonov, le coach de l'équipe de Moscou, je veux dire, et de l'équipe du RSS. Viktor Tikhonov qui a été contesté en Union soviétique quand l'équipe de l'URSS s'est fait prendre le titre de championne du monde par l'équipe de Tchécoslovaquie à Prague il y a quelques mois, mais qui a conservé quand même la confiance de ses supérieurs pour diriger cette très très belle mécanique qui est le CSKA de Moscou, qui joue, je l'ai oublié de le préciser mais vous l'aviez déjà deviné, en rouge donc, et qui menace à l'instant même Brisa, le gardien tchécoslovaque, applaudit pour cet arrêt, Brisa. Alors que petit à petit, la patinoire de Megève se remplit. Megève, qui a remporté le titre de champion de France il y a 2 ans et qui a été toute la semaine la capitale européenne du hockey sur glace. Megève, qui soit dit en passant, a joué également cette Coupe d'Europe, mais je dirais dans les premiers tours, et qui a été éliminé par le club finlandais de Tappara Tampere, qui lui-même a été éliminé de la course, je puis dire, par Jilava, sur les scores de 9-6 et 4-1. Les Soviétiques qui font la pression dans la zone défensive tchécoslovaque. Récupération là du palais par Beniak, international, l'un des hommes forts de cette sélection tchécoslovaque. Une passe à destination de Valek sur l'aile gauche, et puis une interception soviétique tout de suite pour enrayer encore une offensive tchécoslovaque. Changement de joueur du côté de l'équipe de Jilava. Jilava se situe à une centaine de kilomètres de Prague. C'est une garnison militaire.
Chilava qui a né à son troisième titre national cette année. Le palais par Kashka sur l'aile droite, le défenseur tchécoslovaque. Ça passe, mais une mauvaise aspiration, un tir redoutable, redoutable ce tir de Pazek et qui oblige Belogeskin à une parade, mais le tir n'était pas dans le cadre. Et une relance maintenant des Soviétiques avec encore un tir lointain, cette fois par l'intermédiaire de Veselov, qui a pu détourner Brisa, le gardien tchécoslovaque, très sollicité en ce moment. Je crois, Pierre, que là, en ce moment, nous assistons à un bras de fer assez serré. Les actions de chaque côté qui sont vraiment très belles. L'arbitre de ce match est un Finlandais. Il s'agit de M. Jarlavo. Il est assisté d'un autre Finlandais, M. Pomoel, et d'un Français, M. Katlin, tandis qu'Henri Carlier vous montre cette action ralentie. Alors, vous voyez le tir d'assez loin, presque de la ligne bleue, et qui a été quand même bien arrêté par le gardien de but. Le banc de l'équipe du CSKA de Moscou. Vous savez qu'en hockey sur glace, on a droit à des remplaçants et on peut les faire entrer à n'importe quel moment du jeu parce que c'est un jeu extrêmement rapide et épuisant. Mais fut un temps, Tristan Alric, on n'avait pas le droit aux remplaçants. Et oui, parce que si nous vous remontez dans le temps, il y avait des patinoires à l'époque ici à Chamonix notamment, dans les années 20, et il y avait 7 joueurs pendant tout le match. Et je dois dire que lorsque l'on sait ce que c'est que le hockey sur glace, pour l'avoir pratiqué à un faible niveau, c'est vrai, je peux vous assurer que c'est pas facile de rester pendant 20 minutes sur la glace. Oui, parce qu'on perd 2 à 3 kilos au cours d'une partie de hockey sur glace. Et en plus, à ce niveau-là, qui est le meilleur niveau du monde, les chocs sont extrêmement violents. On a affaire à des athlètes entraînés comme des professionnels. Ils ne font pratiquement que cela, les joueurs de l'équipe tchécoslovaque. Durch Spartak Moskau, durch Jurikov. In der 11. Minute, als Mitschka vom tschechoslowakischen Team noch 34 Sekunden auf der Strafbank zu sitzen hatte. Diesen Treffer noch einmal in der Wiederholung. Verteidiger Jurikov. Und es steht 1-0 für Spartak. Dann die hier noch einmal der Schuss, Deklik, der kurz vorher eine Glanzparade gezeigt hatte, bei diesem Versuch von Jurikov erstmals geschlagen. Dann wieder die Tschechoslowaken nur zu viert. Diesmal saß Musil auf der Strafbank und er hätte noch 47 Sekunden sitzen müssen. Und Boldin erzielte das 2-0, das zweite Tor der sowjetischen Mannschaft in Überzahl erzielt. Dies in der 16. Minute des ersten Drittels. Auch diesen Treffer sehen Sie noch einmal in der Wiederholung. Boldin, der Torschütze. Schiedsrichter Harris aus Kanada pfiff sehr streng. Manchmal vielleicht etwas zu streng, aber vielleicht nach Anweisungen nach dem gestrigen Spiel Rosenheim gegen Dukla. Und das ist das erste Tor durch Scheiba für Dukla Jilava in der 17. Minute erzielt auf einen schönen Pass von Scherban, dem Verteidiger, die Nummer 10, Scheiba. Und zum ersten Mal geschlagen der sowjetische Hüter Doroschenko. Und so steht es also jetzt. Wir sind in der 4. Minute des zweiten Abschnitts. 2-1 für Spartak Moskau. Die Moskauer spielen in diesem Drittel von links nach rechts. Im ersten Abschnitt hat es 4x2 Minuten Strafen gegeben gegen Spartak und 5x2 Minuten gegen Dukla Jilava. Vielleicht noch zu erwähnen, gleich zu Beginn, innerhalb einer Minute und 26 Sekunden wurden 3x2 Minuten ausgesprochen gegen sowjetische Spieler. Und eine ganze Weile durften die Tschechoslowaken gegen 3 Sowjets spielen, aber nichts resultierte daraus. Ausverkauft natürlich wieder das Stadion, 8000 Zuschauer hier in Davos. Man spricht von einem Schlüsselspiel dieses Turniers. Aber es steht auf einem recht hohen Niveau. 2-1 für Spartak. Mit diesem Resultat ist natürlich überhaupt noch nichts entschieden. Boris Majorow, der sowjetische Coach,
der selbst 100 Länderspiele bestritten hat in den 60er Jahren. Und er ist der neue Trainer von Spartak Moskau seit April 85. Man geht auf beiden Seiten recht kräftig zur Sache. So kräftig, dass Schiedsrichter Harris im ersten Drittel sehr, sehr oft pfeifen musste und damit den beiden Mannschaften den Tarif für heute Abend angegeben hat. Viele technische Glanzstückchen von Spartak Moskau, punkto Kombination, punkto Eislauf. Aber vieles ist auch brotlose Kunst. Die beiden Spartak-Tore, die haben sie gesehen, erzielt in der Überzahl. Eine 2 Minuten Strafe ist fällig. In der 6. Minute des 2. Drittels. Sie betrifft Petrov von Spartak Moskau. Verloren beim 2:2 gegen die Tschechoslowaken und muss deshalb dieses Schlussspiel gewinnen, wenn es Turniersieger werden will. Und das ist die Mannschaft, die gemeldet ist. Das sind die Verteidigerpaare und die beiden Torhüter. Kemp wird sicher die Nummer 1 sein. Nicht nur hier auf der Aufstellung, sondern überhaupt im Spiel. Der beste Hüter des Turniers. Und jetzt sehen Sie die Sturmlinien. Joseph, Gotte, Berry, Miller, Running, McLaren, Proft, Hürkacz und Karpan. Und da ist noch eine 4. Linie gemeldet mit Jorni, Julian und Brown, Coach Dave King. Die beiden 17-Jährigen, Anderson und Zalapski, sind also diesmal nicht auf dem Meldeblatt, das jede Mannschaft beim Schiedsrichter abgeben muss. Spartak Moskau. Sicherlich mit Doroschenko heute Abend im Tor. Und eine neue Verteidigerpaarung, Fatkulin und Biakin. Wobei Djurikov wieder dabei ist, aber zusammen mit Fokin, wie Sie sehen. In den Sturmreihen hat es keine Änderungen gegeben. Aguaikin, Boldin, Kapustin, Prokhorov, Warnavsky, Koshevnikov, Petrov, Kamenev und Volgin. Eine weitere Sturmreihe, wobei Krutschkov allerdings ein Verteidiger ist, Rojkov und Rotschkov zwei Stürmer. Die Partie wird geleitet vom finnischen Schiedsrichter Tapio Kolanus, assistiert von Hans Hugentobler und Bernhard Kunz. Die Spannung ist groß und wenn man ein bisschen so herumfragt, so sind die Sympathien auf beiden Seiten verteilt. Es wird an den Mannschaften liegen, die eine oder die andere Seite auf sich zu ziehen mit entsprechenden Leistungen. Die Spieler von Spartak Moskau. Mit dem Coach Boris Majorov. Währenddessen sich die Kanadier in der Mitte aufgestellt haben und das Publikum begrüßt haben und nun eine erste Einlaufrunde unternehmen, um sich gegenüber dem Gegner auf
festzustellen. Und es folgt eine eigentliche Eröffnungszeremonie wie bei jedem Spiel. Der Anfang der Ouvertüre zu Wilhelm Tell von Rossini.